Мы находимся среди искренних идейных друзей. Wir sind jetzt unter den Freunden, die eine Idee vereinigt. Наши отношения уже 20 лет дружеские. Наши отношения гуманитарные, социальные и политические. Unsere freundlichen Verhältnisse dauern schon seit 20 Jahren. Wir sind Мы в Белоруссии, наш фонд, научился здесь, в этом городе, среди этих друзей, многому из того, что мы делали и делаем сейчас в нашей стране. Wir in Weißrussland haben vieles hier erfahren und gelernt, was wir jetzt, was wir früher auch jetzt in unserer Arbeit verwenden. До нашей чернобыльской работы у нас было очень никакое представление о политике зеленых, о партиях зеленых. Vor unserer Arbeit, also im Rahmen dieses Tschernobyl-Programms, hatten wir überhaupt keine Vermutung, keine Erfahrung, was die Grünen machen, welche Aufgabe der Grünen Partei ist. Занимаясь чернобыльской работой, мы получили первое зеленое образование здесь. Und indem wir uns mit dem Tschernobyl-Programm befassen, bekamen wir die erste grüne Ausbildung. Но я надеюсь, что мы немножко помогли нашим друзьям из партии «Зеленых» нашей работой по сбору информации о Чернобыле. Aber ich glaube, dass wir auch von unserer Seite unseren grünen Freundlichen mit unserer Tschernobyl-Arbeit auch geholfen haben und in erster Linie mit der Sammlung der Informationen. Мы инициировали в Белоруссии много честных ученых и медиков, которые в 90-е годы помогли нам составить объективную картину этой катастрофы. Wir haben in Weißrussland viele Medica, also Wissenschaftler, also initiiert und sie haben, und die, also in erster Linie ehrliche Wissenschaftler, die uns geholfen haben, ein objektives Bild zu bauen. Сегодня мы понимаем, что объективная информация, полная информация, это важнейший инструмент в нашей работе, в обществе и в политике. Heute verstehen wir, dass die objektive Information, die ehrliche Information, die volle Information, das Hauptinstrument in der Sozialarbeit ist. Und politische auch. Und in der politischen auch. И поэтому эта работа не прекращается, мы ее делаем и сегодня вместе с вами. Und deswegen hört diese Arbeit heutzutage nicht auf. Wir setzen diese Arbeit auch zusammen mit Ihnen heute fort. У меня, конечно, информация для большого доклада, но это не сегодня. Natürlich habe ich Information für einen größeren, für einen großen Vertrag, aber das lassen wir heute. Несколько вопросов, которые я хотел бы с вами здесь обсудить. Einige Fragen, die ich heute mit Ihnen besprechen möchte. Я не знаю точного ответа на эти вопросы, но я считаю, что это очень важные вопросы, которые показывают, чему нас, зеленых в Европе, нас, в Белоруссии, противников ядерной энергетики, чему нас научила Чернобыльская катастрофа. Ich kenne die genauen Antworten auf diese Fragen nicht, aber ich glaube, dass diese Antworten darin bestehen werden, also sie werden zeigen die Lehren, die wir im Laufe dieser Zeit von dieser Arbeit bekommen haben. И первое, что бросается в глаза вот сейчас после катастрофы в Хиросиме, это то, насколько похожи Фукушима, насколько похожи посткатастрофальные ситуации Чернобыля и Фукушимы. Und erstes, was
Also wenn wir die Bilder von der Fukushima ansehen, was auffällt, ist, dass diese zwei postkatastrophale, also die Situationen, die nach den Katastrophen, diesen beiden Katastrophen sind, dass sie sehr, sehr ähnlich sind. Второй пункт – это то, что как после Чернобыльской катастрофы, так и вот после этой свежей катастрофы в Фукусиме не изменилась аргументация ни сторонников атомной энергетики, ни наша. Der zweite Punkt. Sowohl nach der Tschernobyl-Katastrophe als auch nach der Katastrophe in Fukushima haben die Meinungen, haben die Informationen, die Argumentationen von den Befürwortern, also für den Leuten, die die Atomenergie unterstützen, also von den Befürwortern der Atomenergie und auch von uns, also von den Gegnern der Atomenergie, die Argumentationen haben sich nicht verändert. Вчера мы, большая группа, не только белорусы, было около 100 человек из разных стран, противников ядерной энергетики в Организации Объединенных Наций, мы встречались с представителями ВХС. Gestern, es war eine große Gruppe, da waren die Vertreter von mehr als 100 Leuten, also von mehreren Staaten. Und wir waren in der UNO und haben mit der Vertreterin der WHO da auch gesprochen. Главный сегодня аргумент официальных представителей этих институтов UNO. Das Hauptargument dieser Institutionen der UNO sei. Jetzt sagt Геннадий. Это страшная катастрофа, и мы должны снова стремиться сделать атомную энергетику максимально безопасной. Das ist eine schreckliche Katastrophe, aber wir müssen uns bemühen, die Atomenergie sicher zu machen. Вопрос. Die Frage. Эта цель была поставлена в 86 году, в 96 году, в 2006 году, а сегодня снова катастрофа. Что делали 25 лет институты, которые после Чернобыля хотели сделать безопасной? War dieses Ziel im Jahre 1986 oder 1996 oder 2006? Gesetzt. Was haben die Leute in zwischen dieser drinnen dieser 25 Jahre gemacht? In diese Institutionen. In diesen Institutionen. Eine neue Katastrophe. Sie haben nichts gemacht. Das habe ich schon. Ja. Und jetzt wiederholen Sie wieder. И сейчас они продолжают. Говорить те же самые слова. Und jetzt setzen Sie fort, dieselben Worte zu sagen. Это главный пункт. Das ist der wichtigste Punkt. Вы не выполнили свои обещания. Sie haben Ihre Versprechungen nicht erfüllt. Вы говорили, что после Чернобыля атомные станции стали современными, защищенными, безопасными. Sie haben gesagt, dass nach der Tschernobyl-Katastrophe die Atomkraftwerke sicher, geschützt und, für, und ungefährlich geworden sind. Und jetzt ist diese Katastrophe passiert und Sie sagen, dass es dasselbe sein wird. Und wir werden dasselbe machen. Wir können Ihnen jetzt nicht glauben. Это наша сегодня позиция из опыта Чернобыля и уже опыта Фукусимы. Das ist unsere Position heute, die aus der Erfahrung von Tschernobyl und heutzutage von Fukushima erstammt ist. Еще пару наблюдений. Noch ein paar Bemerkungen. Meine persönliche. Meine Bemerkungen, ja. Ja, meine.
то, что делает государство в Японии в течение этих месяцев после катастрофы, очень напоминает то, что делало государство в Советском Союзе. Was der Staat in Japan, also die staatlichen Organe in Japan, jetzt nach der Katastrophe in Fukushima machen, sieht sehr ähnlich aus, was die Mächte in der, nach der Katastrophe in Tschernobyl in der Sowjetunion gemacht haben. Нет полной информации. Es gibt keine volle Information. Нет точного плана действий. Es gibt keinen genauen Plan, was gemacht werden muss. Нет плана защиты людей. Es gibt keinen Plan, wie die Menschen in dieser Situation geschützt werden. Нет позиции, которая покажет, что через два месяца все изменится. Es gibt keine Position, die uns zeigt, wie, wie die Situation in zwei Monaten verändern wird. Снова первыми прямыми жертвами становятся люди, которые не роботы японские, а люди, которые идут на эти станции тушить эти реакторы. Wieder zu den ersten Opfern dieser Katastrophen werden nicht die japanischen Roboter, nicht die Roboter, sondern einfache Menschen, die in, zu diesen Atomkraftwerken während dieser Katastrophen gehen, um da Folgen zu beseitigen, also die Liquidatur. Что это значит? Was soll das heißen? Это значит, что сегодня ни у одного государства в мире нет полного, точного плана действий после атомной катастрофы. Das heißt, dass keiner einziger Staat in der Welt einen genauen, vollen Plan hat, wie er in solchen Situationen, also nach der Katastrophe, handeln wird. Это пропаганда, это не планы. Das ist einfach Propaganda, eine Propaganda. Das sind keine Pläne. Нет механизмов, которые будут эффективно работать при любых катастрофах. Es gibt keine genauen Mechanismen, эффективные Mechanismen, die nach der Katastrophe funktionieren werden. Почему их нет? Warum gibt's sie nicht? Потому что создание этих механизмов будет стоить в 10 раз больше, чем строительство самой станции. Weil die Ausarbeitung solcher Mechanismen, Erarbeitung solcher Mechanismen mehr kosten wird, als, чем строительство самой als das Bauen eines Atomkraftwerks. Поэтому ни одно государство в мире, которое имеет атомные станции, сегодня не делает все, чтобы защитить их по-настоящему. Людей защитить, не станции. Deswegen kein einziger Staat, der heutzutage Atomkraftwerke besitzt, heutzutage etwas macht, damit, macht nichts, die Leute zu schützen. Das ist nicht korrekt. Diese politische Struktur haben heute keine Ressourcen für die создание, für die Schaffung solcher Mechanismen. Und deshalb, diese Mechanismen existieren heute vorläufig nicht. Und Preis für diese Mechanismen ist so hoch, dass diese Staaten, alle Staaten, wo gibt es solche Atomkraftwerke, nur sprechen, nur diskutieren, nur propagandieren, aber real können es nicht machen. Das ist meine Befürchtung. Das ist ein Punkt. Zwei Punkte. Наука и медицина не сдвинулась ни на йоту с той позиции, наука, я имею в виду наука, которая официально представлена в МАГАТЭ и ВХО. Die Wissenschaft, die offiziell in der IEAO vertreten ist, und die Medizin, die haben keinen kleinsten Schritt in dieser Richtung gemacht. В сравнении с тем, что было после Чернобыля. Im Vergleich, was nach der Tschernobyl war. Ни одного нового концепта. Все те же самые методики. Keinen einzigen Konzept. Die Methoden sind dieselben. Keine neuen Konzepte. Keine neuen.
Nun diese klassischen Konzepte für den Schutz dieser energetischen Politik. Warum? Meine Frage. Почему существует принцип в отношении чеканевинения? Как это называется принцип? Презумпция невиновности. Изначально существует презумпция невиновности в современной науке в отношении малых доз радиации. Warum existiert also heutzutage wieder dieses Prinzip, also wo Präsumption der Unschuldigen, also das Unschuldsvermutung, ja, in Bezug auf die Atomkraft? Nein, in Bezug auf diese niedrigen niedrige Почему мы должны доказывать, что эти малые дозы опасны? Почему наука считает, что если она сегодня не имеет доказательств, то опасности нет? Warum sollen wir heute beweisen, dass diese niedrigen Dosen nicht ungefährlich sind? Warum wir? Warum wir? Warum? Почему наука? Давайте, следующий вопрос. Почему наука, которая сегодня еще не собрала достаточно данных для установления причинно-следственных связей, почему она отвергает вероятность этих связей? Warum, das ist noch eine Frage, also, warum hat, warum die Wissenschaft, die heute jetzt die Erben verbinden, verbunden gerät, nicht beweisen kann, nicht genug Beweise gefunden hat, um zu beweisen, dass die niedrige Dosen radioaktiv sind? Nein, nicht korrekt. Bitte, dann frage ich weiter auf Durchsetzung. Hauptargument gegen unsere Position. Es gibt heute die direkte Beweise für die kausale Beziehung zwischen diesen niedrigen Dosen und den Geschädigen des Organismus. Wir haben heute keine direkte Beweise. Beweise gibt es nicht. Ja, nicht. Ja, aber es gibt Wahrscheinlichkeit. Es gibt Wahrscheinlichkeit, ja. Warum besprechen diese Themen nicht? Warum sagen diese Leute im Magazin, in der ALO, sie sagen ab sofort, das ist keine Wissenschaft, das ist keine Methodik, das ist nicht richtige wissenschaftliche ja. Warum? Ja, weil natürlich, also der Verdacht, dass niedrige Dosen, ich habe ja mit Strahlenbiologen gearbeitet, der Verdacht, dass niedrige Dosen etwas bewirken, den gab es schon vor 30, 40 Jahren. Hat man das schon diskutiert? 1946. In Hiroshima. 1929. Ja. Aber wann gibt es die Gefahr? Gibt es Gefahr oder nein? Das ist die Frage. Wenn gibt es keine Gefahr, okay, dann bleiben wir ruhig. Aber wenn gibt es ja, die Möglichkeit, wenn die Gefahr. Nach unseren wissenschaftlichen Kriterien gibt es bis jetzt keine physischen Beweise. Und das ist das Problem. Denn dann kommen die Wissenschaftler immer, ja, und sagen, was ihr da macht, das ist eine Wissenschaft oder das ist wissenschaftlich nicht belegt. Obwohl es an sich sehr, sagen wir mal, ziemlich schwerwiegende Vermutungen gibt, dass sie etwas machen. Und bei Kontrollstudien gibt es. Also insofern muss man sagen, es gibt ja auch Dinge, da muss man eben sagen, da kann ich als Wissenschaftler nicht den letzten Beweis erbringen, aber so viel spricht dafür, dass ich so handeln muss, als ob.
Das ist eine neue Paradigma für wissenschaftliche Diskussionen. Das ist nicht so alt, das ist nicht so jung, das ist schon sehr alt, die Diskussion ist sehr alt. Aber die offizielle Institution, ja, in UNO, sie stehen als Mammuten. Keine Diskussionen. Wenn sagen, Mediziner. Die Leute, die da arbeiten oder die Leute, die so etwas sagen, die wissen genau, dass sie keine Karriere machen. Das bedeutet, wir haben keine moderne wissenschaftliche Paradigme. Das ist klassische alte Paradigme. Aber AKW, Atomkraftwerke, das ist ganz neue Realität. Und diese klassischen Prinzipien, klassische Paradigmen, man muss korrigieren. Wenn müssen wir warten auf diese direkte Beweise, dann in dieser Periode sollen alle Staaten, es gibt solche AKW, sie sollen alle Maßnahmen machen. Für den Schutz der Bevölkerung, für die Menschen. Keine andere Situation. Das ist auch die Erfahrung unserer dass der Schnippelkrebs der Kinder und Jugendlichen etwas zu tun hat mit Radiologen. Ja, aber es ist so. Es ist so. Ja, aber kein direkter Beweis. Es wird ja auch alles gemacht. Dafür. Es gibt ja Millionen Studien. Interessante Information von dieser Vertreterin. Dr. Naira. Sie fragt. Naira, Entschuldigung. Wie viele Opfer hat heute Tschernobyl das Opfer? Sie sagt, 6 Millionen. Oh, ja, ich hab's auf Video. 6 Millionen, wer sagt es? Ja. Diese Frauen. Ja. Wir dachten, was sagst du? Weiter, sie sagt. Aber nur 6.000 Kinder haben reale Argumentationen für diese Beziehungen. Sie sagte, nur 6 Millionen Opfer und nur 6.000 Kranken. Naja, Rhetorik. Ja, es war. Ich hab's auf Video. Ich denke, wir brauchen solche Diskussionen. Und Professor Becker, Professor, schon gestorben, Konoplar, Misterenko, diese Leute können diskutieren, sie müssen diskutieren. Aber es ist nicht entscheidende Argumentationen für die Staaten, für die Politiker. Die Wissenschaftler suchen die Antwort auf diese sehr schwierige Frage. Und die Politiker müssen denken, nicht über diese Kontroverse. Sie müssen denken über die Menschen. Wenn existiert 1% Gefahr für diese Leute, wir müssen etwas machen. So.